Hallo ihr Lieben, willkommen zu Tag 4. Heute mal wieder im Büro mit guter Kamera und vor allem gutem Mikrofon. Draußen ist es ist noch zu früh, ist noch zu sonnig draußen für Aufnahmen. Ja, das war wieder ein sehr, naja, abwechslungsreicher und auch sehr kontroverser Tag. Also heute ging es wieder richtig ab mit allen Registern an Vorurteilen. Wir haben den Tag begonnen mit Reflexion dieser drei Filme zur Milchkuh. Industrie, zur Milchindustrie, die wir uns gestern angeschaut haben. Ich habe dann auch gebeten, dass sie sich Fragen überlegen sollten, was ihnen so in den Sinn kommt. Ja, und dann irgendwie kam man dann darauf, ein Mädchen hat dann gesagt, also bei Kindern sollten auf keinen Fall vegan ernährt werden, weil sie sollten das selbst entscheiden. Ja, also ich weiß, das ist ein extrem kontroverses Thema und wir haben unser Kind vegan ernährt. Und naja, dann habe ich so ein bisschen gefragt, warum eigentlich, ja, wie sie darauf kommt. Und der Punkt jetzt, sicher sind viele der Zuschauer auch sehr ablehnend dem gegenüber. Und ich will das auch hier gar nicht für euch entscheiden. Also wenn das Thema interessiert, vegane Kinderernährung, ihr könnt selbst recherchieren, euch eure Meinung bilden. Was aber in der Diskussion natürlich interessant war, falls es eine Diskussion war, ist, dass sehr viel einfach so auf Hörensagen beruht. Und ich glaube und ich denke und ich kann mir es nicht vor. Also erstens ging es halt darum, dass es irgendwie eine Mangelernährung sein muss, offensichtlich. Und auf der anderen Seite ging es auch darum, dass das Kind ja noch nicht entscheiden könne, und ob es Veganer sein möchte. Und hier ist einfach der Punkt, also man lässt sich, ich habe wirklich probiert, durch Gedankenexperimente, durch Beispiele zu erklären, dass es eben normal ist, dass Eltern für ihre Kinder wichtige Entscheidungen treffen müssen, weil Kinder eben das noch nicht entscheiden können. Und wenn man Kinder alles tun lässt, worauf sie Lust haben, dann richten Kinder auch viel Schaden in der Welt an. Also ganz einfaches Beispiel, jeder, der sich ein Haustier zulegt, sagen wir einen Hund oder eine Katze, weiß, was es für einen kleinen Hund für einen Stress sein kann, wenn das 3-4-jährige Kind den ganzen Tag mit ihm spielen möchte. Der Hund ist sehr schnell überfordert und möchte irgendwann einfach nicht mehr. Und wenn man den Hund schutzlos ausgesetzt ließe, dem kleinen Kind, dann wäre das ganz schlecht auf Dauer. Also sagt man als Eltern, muss man da Grenzen setzen. So, und das kannst du natürlich auch übertragen auf eine vegane Ernährung. Eltern, die der Überzeugung sind, dass die Tierindustrie, die tierverarbeitende Industrie abzulehnen ist, die da einfach nicht teilhaben wollen, die wollen auch nicht ihr Kind an diese Nahrungsmittel gewöhnen. Es macht dann natürlich auch einen Unterschied, bis du 15, 18, 20 bist und ernsthaft mal über das Thema nachdenkst, ob du dann dein Leben lang schon dran gewöhnt bist, tierliche Produkte zu essen, oder ob du bereits eh an vegane Produkte gewöhnt bist. Es wird dir, falls du dann nochmal diese Entscheidung triffst, also ich habe schon immer gesagt, auch als wir angefangen haben, unser Kind vegan zu ernähren, das Kind muss, also wird zweimal Veganer, ja, oder muss zweimal Veganer werden, wenn sie überhaupt dauerhaft Veganer sein möchte. Das heißt, am Anfang entscheiden wir natürlich das. Im jugendlichen Alter, in dem es jetzt ist, entscheidet es das selbst, muss das selbst entscheiden, und es trifft auch mitunter andere Entscheidungen, und das ist völlig in Ordnung jetzt für uns. Jeder Mensch muss da seinen eigenen Weg gehen und seinen eigenen Erkenntnisprozess durchmachen und seine eigene Entscheidung treffen. Nur dann ist das natürlich auch nachhaltig relevant oder nachhaltig. Es wird jetzt überhaupt nichts bringen, durch irgendwelchen Zwang darauf einzuwirken, dass sich der Jugendliche vegan ernähren muss. Jetzt ist es seine eigene Entscheidung, und ja, wenn das Kind, der Jugendliche entscheidet, jetzt halt eher nicht mehr und sich auszuprobieren, dann ist das völlig in Ordnung für uns. Und ich finde, das sollte es auch sein. Jedoch
wenn es irgendwann, wenn er irgendwann damit konfrontiert, sich halt intensiver damit auseinandersetzt und eine Entscheidung treffen möchte, ist die Umstellung oder wieder diese Entscheidung, jetzt ernähre ich mich doch rein vegan, sehr, sehr viel leichter, weil er die ganze Welt der veganen Ernährung schon kennt, sich bisher gesund ernährt hat, sich optimal entwickelt. Es gibt keinerlei Mängel zu berücksichtigen und ja, wenn er denkt, er müsste manchmal eine Bratwurst essen oder ein Steak, kann er das auch machen. Die Erfahrung zeigt aber, dass ihm das gar nicht so gut schmeckt. Also du als Elternteil hast es natürlich in die Hand, oh je, ich sehe jetzt schon wieder die Reaktion auf dieses Video, hast es in der Hand, auch einen Habitus zu entwickeln für einen jungen Menschen. Woran gewöhnt sich ein junger Mensch? Und wenn es deine wohlbegründete Überzeugung ist, als Elternteil eben so wenig wie möglich an dieser Tierleitindustrie teilzuhaben, dann müssen wir diese Entscheidung treffen. Das kann das Kind noch nicht treffen. Gut, also auf jeden Fall diesen Sprung haben 13-Jährige schlicht nicht geschafft. Die haben ständig nur, hä, oder das ist doch was ganz anderes. Und es ist auch klar bei diesem Argument, Kinder sollten selbst entscheiden, was sie essen, dass noch, da werden Tiere einfach sehr, sehr einseitig als Nutztiere und als Nahrungsquelle wahrgenommen. Und das Tier in seinen Bedürfnissen ist, wenn es ums Essen geht, schlicht nicht im Bewusstsein. Das ist bei Zootieren völlig anders, bei Wildtieren meistens auch und bei Haustieren natürlich auch. Aber bei Nutztieren, die werden immer noch hauptsächlich doch trotz allem als Nahrungsquelle gesehen. Und das ist natürlich die Leistung unserer Gesellschaft, in der wir leben, die Leistung der fleischverarbeitenden, der tierverarbeitenden Industrie durch ihre Werbearbeit, durch ihre ganze Sprache. Also es gibt fast kein Feld, das sprachlich so sehr verblendend wirkt wie die tierverarbeitende Industrie. Und das ist auch auf einmal viel zu viel, um das auch Jugendlichen oder Kindern in dem Alter, die sind ja, wie alt sind die, 13, 14, die da teilnehmen. In dem Alter kannst du das jugendlichen Kindern so schnell nicht vermitteln, das ist klar. Aber trotzdem gibt es auch in dem Kurs im gleichen Alter einige, die haben einen ganz anderen Blick auf die Sache. Also es ist wirklich eine Kontroverse. Die sind allerdings viel leiser und die können auch nicht so gut argumentieren, natürlich. Das war das Interessante daran. Ich gehe jetzt erstmal weiter, bevor ich nochmal auf diese Kontroverse im Kurs zurückkomme. Dann wurde, also ich habe dann beschlossen, dass ich morgen nochmal ein bisschen Lehre vermitteln muss und nochmal ein paar argumentative Fehlschlüsse einfach überstülpen, mitteilen muss, wenn du so willst. Also das Zweite war natürlich, ja, das ist ja eh schon tot. Und es war sehr schwer oder einigen sehr schwer zu vermitteln. Das war auch wieder kontrovers, für andere war das sonnenklar, aber einige wenige, die auch so ein bisschen mit der Pose vielleicht spielen, so gegen alles zu sein, die sagen, ja, es ist ja eh schon tot. Und wenn ich dann erkläre, ja, mit deinem Konsum gibst du ja im Grunde den Auftrag, mehr zu produzieren und weitere Tiere zu töten, dann haben die dermaßen innere Widerstände, dass die alles Mögliche erfinden, um dir zu verklickern, dass es so nicht ist. Es gab dann auch einzelne Schüler, die versucht haben, das denen zu erklären im Vergleich mit, wenn du Äpfel produzierst, Äpfel vom Baum pflückst und auf dem Markt verkaufst und die werden alle verkauft, dann hast du natürlich das Bedürfnis, mehr Äpfel zu pflücken und sie verkaufen, weil du Geld verdienen möchtest. Ja, das ist doch was ganz anderes und so weiter und ja, also ganz absurde Argumentationen. Man kommt dann auch nicht weiter, man kann das nur zur Kenntnis nehmen. Dann immer noch weit verbreitet, die wurden ja dafür gemacht, die würden ja extra dafür gezüchtet, in Verbindung mit, es ist ja ihre Aufgabe, uns mit Fleisch zu beliefern. Und dann dreht sich das auch im Kreis, ja, wenn du dann so ein Beispiel sagst, ja, dann kann ich doch auch sagen, also wir müssen natürlich. Wir Philosophen arbeiten mit radikalen Beispielen, mit extremen Beispielen, um den Punkt bewusst zu machen. Wenn du dann sagst, ja, dann kann ich doch auch wieder Sklaverei einführen und kann einfach behaupten, denn bei den Nutztieren haben sie gesagt, na, natürlich haben Menschen die Tiere zu Nutztieren bestimmt. Jetzt kann ich doch als Mensch auch andere Menschen dazu bestimmen, dass sie jetzt auf meinen Baumwollfeldern kostenlos arbeiten müssen und sie unterdrücken.
Ja, dann dreht sich das alles im Kreis einerseits. Ja, aber das ist ja verboten, ja. Ich meine, ja, erinnerst du dich noch an unseren Fehlschluss? Also der Bezug auf das Gesetz ist kein moralischer Maßstab. Und ja, das sind aber Menschen und keine Tiere. Ja, das ist wieder ein völlig neues Fass. Da müsstest du nochmal eine Woche Unterricht machen, um jetzt zu klären, warum der Mensch einen derartigen Sonderstatus haben sollte, dass er dann einfach Tiere zu Nutztieren erklären kann. Also es geht jetzt nicht darum, dass du im Zweifel, ob jetzt das Schwein überlebt oder ich überlebe, dass ich dann natürlich mich bevorzugen würde. Aber in so einem Fall, dass der Mensch, der es ja nicht notwendigerweise tut, einfach Tiere zu Nutztieren bestimmt und mit Menschen er das nicht tun dürfte, weil es Menschen sind, dann musst du wieder klären, was denn die Sonderstellung des Menschen ausmachen sollte. Und ich kann jetzt hier in dem Video nicht in die Tiefe gehen. Ich kann nur sagen, dass ich das, so tief ich mich damit beschäftigt habe, nicht plausibel begründen lässt. Und genau, das waren eigentlich so die großen Hämmer, die mir dann heute so entgegengeschwappt sind. Die Stimmung war dann auch wieder ein bisschen gereizt. Ja, man hat sich angegriffen gefühlt. Aber was heißt, man hat sich angegriffen gefühlt? Ich würde mal sagen, dass das so drei, vier Personen waren. Aber die sind recht laut und launisch und so weiter. Wir haben dann nochmal einen Film uns angesehen, diesmal über die Eierindustrie. Und erstaunlicherweise haben heute wieder sehr viele den Raum verlassen und wollten sich das nicht angucken. Es war ungefähr dieselbe Anzahl wie die, die beim erstmal rausgegangen sind, als es noch nicht den Gartenarbeitersatz gab. Aber heute haben die so ein bisschen damit gepostet, yeah, wir gehen lieber Gartenarbeit machen. Tja, dann sind die halt Gartenarbeit machen gegangen. War okay, aber es ist doch auch erstaunlich. Das sind oft gerade die, die dann mit solchen Argumenten kommen, die dann aber auch nicht bereit sind, sich die Bilder anzusehen. Nach dem Film, den ich euch auch wieder poste, ich habe dann dazu auch wieder ein bisschen Reflexionsbögen ausgeteilt, die wir morgen besprechen werden, hoffentlich. Und danach sind wir dann zu mir gewandert und ein Kollege hat sich noch angeschlossen und wir haben zusammen Spaghetti Bolognese vegan zubereitet. Das Rezept findet ihr auch in der Videobeschreibung. Ja, und dann war es wieder eine ganz andere Stimmung. Auf dem Weg sind wir dann noch an so einem veganen Bistro vorbei, das ich ihnen gezeigt habe. Da haben sie sich, ich konnte ihnen von dem Projekt auch heute ein bisschen Geld wieder zurückgeben. Ich habe ganz gut gewirtschaftet. Und dann haben sie sich in diesem Bistro, hab ich gemeint, ja, ich parke euch jetzt mal hier, ich muss mir noch ein Brot kaufen da drüben, sonst komme ich gar nicht dazu heute. Und ja, in der Zeit haben sich manche dann einen Muffin gekauft oder einen Cookie. Das ist ein veganes Bistro bei uns in der Stadt. Das wirbt auch gar nicht mit vegan. Das heißt, hat halt irgendeinen Namen. Das heißt Frau Ginkel, kann man ja auch ein bisschen Reklame machen. Und der Begriff vegan kommt da praktisch nicht vor, aber jeder, der sie kennt, weiß, es gibt da ausschließlich vegane Speisen und Getränke. Ja, und da waren sie dann begeistert, wie gut es schmeckt und so weiter. Und dann so in Einzelgesprächen, das ist wirklich immer sehr interessant. Das ist eine ganz andere Stimmung als im Plenum. In Einzelgesprächen. Ja, hat man dann schon mitbekommen, teilweise ist bei den Eltern eine hochskeptische Stimmung gegenüber jeglichem, was mit Veganismus zu tun hat. Also hat jemand gesagt, ja, ich war da noch nie drin, weil mein Elternteil das nicht möchte, die lehnt vegan ab, so. Und dann haben wir auch so ein bisschen über das Unterrichtsgespräch gesprochen. Und dann meinten die auch, ja, dass das ja ziemlich hart gewesen sei, wieder heute und sehr anstrengend und dass manche doch sehr radikale Meinungen vertreten würden und sehr, sehr unverständlich sich geben würden und ganz absurde Dinge halt reden. Ja, und das waren auch nicht wenige, die das so sehen, aber die haben dann halt auch nicht die Stärke, nicht die Argumentationskraft, in so einem Unterrichtsgespräch dann sich einzuschalten. Einige haben das schon getan, aber viel weniger, als es möglich gewesen wäre. Ja, das bestätigt auch wieder so ein bisschen vielleicht
die Tendenz, dass ja, wer eben grundlegende Ablehnungshaltung hat und so weiter, oft auch lauter das mitteilt und die anderen eben zurückhaltender sich geben. Gut, das hat mir gezeigt, dass es durchaus gemischte Positionen gibt im Kurs und durchaus auch sehr aufgeschlossene junge Leute, die aber im Unterrichtsgespräch dann doch etwas untergehen. Und das Kochen dann bei mir zu Hause, das war super wieder. Viele haben mitgeholfen und sie waren, heute schaffe ich es auch mal hier ein Gericht einzublenden. Ich wollte es bei den letzten auch schon machen und habe einfach vergessen, das Foto einzufügen beim Schneiden. So, jetzt sehe ich das ja beim Schneiden und werde es jetzt mal einblenden. Das ist also unsere vegane Spaghetti Bolognese. Und das ist sehr, sehr gut angekommen. Ursprünglich hatte ich geplant, ja, ich kann ja nicht 20 Leute verköstigen. Und ich wollte nur so viel machen, dass jeder mal probieren kann, damit man eine Geschmackserfahrung hat. Aber wir haben tatsächlich doch die Herausforderung angenommen, haben heute eine Riesenmenge gekocht und jeder hat einen ordentlichen Teller voll gekriegt. Manche haben sich noch ein bisschen was nachholen können. Und die haben also wirklich alle total geschwärmt davon. Das war wirklich das Highlight bisher. Und manche haben auch gesagt, sie merken überhaupt keinen Unterschied oder schmeckt besser oder sonst was. Ja, ob das besser oder schlechter schmeckt, sei dahingestellt. Das ist ja dann wirklich mal Geschmackssache. Auf jeden Fall ist ein super gutes Gericht. Ja, und morgen ist dann Wöhner dran. Also wir machen dann bei mir veganen Döner. Das ist der letzte Projekttag. Es war eine sehr, sehr anstrengende Woche. Gestern Nachmittag noch eingekauft. Und ich glaube, das habe ich euch gestern schon im Video erzählt. Ja, ich für meinen Teil bin dann schon froh, dass es auch vorbei ist. Es ist anstrengend. Ich werde noch morgen so ein paar Schlussworte dann sagen im Video. Ein bisschen ein Gesamtfazit ziehen. Ja, das war es aber für heute. Ich bin gespannt auf die heutigen Reaktionen. Ich habe ja heute doch ein paar kontroversere Inhalte mitgeteilt. Bleibt bitte sachlich. Also ganz ausfällige Kommentare und so weiter nehme ich mir auch, behalte ich mir vor, die auch zu löschen. Habe auch einen bisher gelöscht, einen ganz unsachlichen Kommentar. Wenn das sachliche Kritik ist, lasse ich es aber gerne stehen. Gut. Das war's und wie immer könnt ihr euch das Arbeitsblatt für die heutige Stunde unterm Video herunterladen, also in der Videobeschreibung. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Tschüss.